Beim Weihnachtseinkauf bin ich quer, hab geschaut, was da so geschirkt. Da gibt es allerlei zum Sehr, dass das gleich anders wird. Das Jahr ist der besondere Hit alles aus Schwemmholz gemachte. Ein Loch, ein Teelicht in der Mitte für bloß 40 Euro, man beachte. Und was mir noch aufgefallen ist, das sind die Engelscharen, die fast auf jedem Ladetisch dieses Jahr zum Kaufen waren. Engel aus Schwemmholz sowieso, doch auch aus Schrott geschweißte, manche aus Scherben waren da, altmodische und dreiste, Engel gemacht aus Porzellan und euer aus Heu mit Golddraht, fliegend in vollem Elan und euer, der bloß da steht. Engel rot und Engel gold, Engel für den Christbaum und für das Tier, Engel wild und Engel hold, Engel derb und mit Gespür. Silberkettler, Platinring, alles mit Engelsformen, Unterhemd und am String, Engel hint und vorne. Engel Briefpapier und Kerzler, Engel Glitter, Engel Licht, Engela auf Kissenherzler, Geschenkpapier mit Engelsgesicht. Leid des Gott. Das Geschäft läuft top, Engel will ja jeder. Gäb's nur mit Engel einen Shop, das wär vielleicht gar nicht blöder, der täte einen riesen Umsatz machen. Engel sind voll im Trend der Zeit. Mit Engel, da tät die Kasse lachen, das ist eine echte Rennerheit. Jetzt könnt ihr sagen, das freut mich, dass die Leute ihr Glück bei Engel suchen und it mit Amulett, Magie und Aberglaubenswohl versuchen. Doch ich bin mehr ins Grüble gekommen und weiß bis heut kein rechter Rat. Mich hat die Frage fest gefangen genommen, was hinter diesem Trend wohl steht. Engel, das sind Gottesboten, die zeigen, wie dir's Leben klingt, die euch begleiten und euch raten, was der Welt an Segen bringt. Engel sind Lebensbegleiter, die grad in hilflos schwerer Zeit deinen Weg schon kennen, weiter wissen, wo alles konfus scheint, weit und breit. Der Gabriel hat in Zacharias die Geburt Johannes prophezeit. Und das glaubensvolle Ja Marias eingeholt, die Erlösung uns bereit. Der Raphael war der Gefährte, der in Tobias geleitet hat, zu Liebe, Trost und Lebenswerte, was ihm verheißen war von Gott. Ein Engel hat Israels Weg bestimmt auf der Ägyptenflucht, ein Engel sperrt Bileams Steg, als der von Gott der Abweg sucht. Ein Engel stoßen Elias an, stand auf und iss, dein Weg ist lang. Ein Engel kündigt das Größte an, Jesus erlebt, seid's nimmer bang. Mir denke derzeit voller Freude an die Botschaft, Jesus ist geboren und dass für alle Ewigkeit Frieden ist auserkoren. Dies, liebe Leid, sind Engelstaten. Sie traget Gottes Heil in die Welt. Dass Gott uns liebt, sind sie die Paten und dass er treu zum Menschen hält. Sie standet ein für Gottes Lobpreis und Würde für jedes Menschenkind, für Menschlichkeit und oft ganz leis für alle, die am Suchen sind. Ob's wohl an dem liegt, dass so viele Leid sich Engel kaufen, weil wir für den Weg zum Lebensziel dringend Begleitung brauchen? So wünsche ich, dass die Engelsmengen, die man zum Kaufen findet, viele erinnern und uns drängen zum Sein, wie Engel sind.